Online-Andacht über Apostelgeschichte 2, Vers 2. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie sitzen hinter verschlossenen Türen und lauschen vorsichtig, dass keiner etwas mitkriegt. Niemand soll merken, dass sie sich immer noch treffen. Das könnte sonst ziemlich unbequem werden. Doch sie brauchen die Gemeinschaft mit den anderen, die auch an Jesus glauben. Sie wollen Jesus nahe sein, wenigstens mit ihren Erinnerungen. Jesus ist zwar auferstanden, aber er ist nicht mehr bei ihnen. Sie fühlen sich alleine. Nichts geht mehr. Mit einem Symbol gesagt, das Windrad steht still. Keine Energie da. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch mal. Tage, an denen einfach alles schief geht. Zu allem Überfluss kommt dann vielleicht auch noch ein Streit dazu. Oder die Angst vor neuen Aufgaben. Sie lähmt jegliche Bewegung. Das Leben steht still. Keine Kraft mehr da. Doch bei den Jüngern kommt jetzt Bewegung ins Haus. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Auf einmal verändert sich etwas. Die Jünger spüren neue Kraft, gehen aus dem Haus und fangen fröhlich an, von Gott zu erzählen. Davon, was Gott alles an Gutem für sie getan hat. Davon, dass Jesus lebt. Der Heilige Geist bringt frischen Wind in ihr Leben. Die Jünger können wieder hoffen und sich freuen. Das Windrad fängt an, sich zu bewegen. Der Heilige Geist bringt auch in euer Leben frischen Wind. Das kann in Kleinigkeiten sein, wenn ihr einen Geistesblitz habt, wenn ihr eine Idee habt, wie ihr ein Problem doch noch lösen könnt, wie ihr euch freut, wenn sich jemand für euch interessiert, wenn ihr auf einmal einen kleinen Funken Hoffnung spürt. Gottes Geist bringt das Leben in Bewegung. Manchmal ganz brausend wie der Wind, der alles durcheinander wirbelt. Manchmal auch ganz zart wie ein Lufthauch. Diesen Heiligen Geist, den feiern wir an Pfingsten. Pfingsten macht Mut, im Leben mit Gott zu rechnen, offen zu sein für den frischen Wind, um diesen Geist zu bitten, darauf zu vertrauen, dass er das Rad wieder zum Laufen bringt, auch wenn ich das nicht immer sofort bemerke. Amen. Gott, heute bitten wir besonders um deine Geistesgegenwart. So oft ist das Leben von Menschen erstarrt und verhärtet. Sei mit deinem Geist bei uns, damit wir heiter und menschlich leben können. Sei bei denen, die Verantwortung in Politik und Wirtschaft haben. Leite sie durch deinen Geist des Friedens und der Versöhnung. Sei bei denen, deren Leben stillsteht. Bringe durch deinen Geist frischen Wind in ihr Leben, dass sie gestärkt in die Zeit gehen, die vor ihnen liegt. Amen. Und so segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.